Hallo und seid herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Wir spielen die Arena ein neues Mal. Kaufen wir uns rein und schauen, welche Klasse wir zur Auswahl haben. Wir haben den Schamanen, den Priester oder noch einmal den Paladin. Nachdem das letzte Mal nicht ganz so gut gelaufen ist mit dem Paladin, spiele ich ihn jetzt einfach noch einmal. So, erster Drop, die junge Priesterin ist okay, aber nicht perfekt. Der verrückte Alchemist kann ganz gut sein, vor allem mit dem Effekt. Aber sonst sind die Stats um ein Stat zu schlecht eigentlich. Normales 3-2 oder 2-3 und der Azurblaue Drache, der ist einfach top. Mit Zauberstab plus 1 und Kampfschrei zieht eine Karte. Oh, und da haben wir die Weihe, die nehmen wir gleich. Die hat uns letztes Mal ein bisschen gefehlt. Nicht nur ein bisschen, sondern relativ stark. So. Entweder den Akolyten oder den Bomber. Ich nehme den Akolyten, einfach um ein bisschen Card Draw zu haben. Der Wächter der Könige ist eher schlecht. Fußsoldat auch. Und Buße, ja, ist auch nicht wirklich toll. Was nehmen wir denn da? Ich bin kein Fan von allen. Ich nehme einfach den Fußsoldaten. Und da haben wir den Echtsilber-Champion, den nehmen wir auf alle Fälle. Die anderen zwei Karten sind okay, sind aber auch nicht top. Deswegen, die Waffe ist sehr gut. Segen der Macht, verleiht einem Diener plus 3 Angriff, ist okay. Gnomischer Finfer ersetzt sich selbst, 2-4, passt. Segen der Weisheit ist auch nicht schlecht, aber ich nehme den gnomischen Finfer. So, Terrawolf Alpha ist okay. Okay, Nachtklinge ist auch nicht wirklich top. Die Jägerin der Klingenhauer ist gut. So, ein Spotter oder die Scharlachrote Fanatikerin. Ich nehme den Spotter. Oh, Heldenopfer, Ogermagier oder Söldner der Venture Company. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Also Ogermagier würde ich... Ja, wir haben schon Weihe. Aber wir haben auch schon den Azurblauen Drachen. Heldenopfer ist nicht wirklich... Ich nehme den Söldner. Einfach weil er super Stats hat, der Gegner muss einfach ihn irgendwie wegbekommen. Der Friedensbewahrer ist sehr interessant. Aber wenn man halt dann einen mit so einem zum Beispiel hat, mit 7 Leben, ja, aber er ist nicht schlecht. Verletzte Klingenmeister, also ist schon gut. Verletzte Klingenmeister ist auch gut, 4-3 für 3 ist okay. Der Zwielichtdrache ist gut, aber vor allem für Klassen mit viel Card Draw, das haben wir jetzt nicht, deswegen nehme ich den Friedensbewahrer. So. Oasenschnappkiefer ist mittel bis gut. Blaukiemenkrieger ist ein Murloc, ist halt, hat Ansturm, das ist schön. Aber ich nehme den Segen der Könige, um einen mit +4/+4 zu buffen. Dann das nehmen wir einfach für Card Draw, dass man so viel nachzieht, wie der Gegner auf der Hand hat. So, tolle Auswahl, entweder 5 direkte Schaden mit für 6 Mana, 3 direkte für 3 Mana oder den Dschungelpanther. Ja. Ich bin mir selbst etwas unsicher, wie ihr merkt. Wir nehmen angesichts der Mana-Kurve einfach mal die 6 Mana-Karte. Okay, jetzt haben wir wieder Heldenopfer, Elfenbogenschützen oder Ogermagier. Elfenbogenschützen ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ich nehme jetzt einfach mal das Heldenopfer. Wieder nur Schmarrn. Ein Leben wiederbelebt, okay, ist nicht schlecht, aber ein Leben ist wirklich nicht viel. Trotzdem ist noch das Beste hier unter bei dieser Auswahl. Okay, entweder den Kriegsgolem, der ganz gut ist. Ja, den nehme ich auch. Wir brauchen mal Zweier-Drops, aber hier kommen einfach keine. Krass. Südseematrosen. Ich nehme jetzt einfach den Südseematrosen. Ist zwar nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht. So, der hier ist nicht schlecht.
für 2 Mana 2-1 und beim Todesröcheln zieht eine Karte. Und da kommen schon meine geliebten Zweier, endlich verrückter Bomber. Und der Agentum-Kommandant, der ist natürlich ein Muss, wenn man ihn schon mal ziehen kann. Gottesschild ist auch sehr gut. Nochmal die Waffe, oder fehlt auch? Ich nehme lieber die Waffe. Und eine Weihe auch nochmal. Hammer des Zorns ist auch sehr, sehr gut. Oder den Ritter der silbernen Hand. Ich nehme des Zorns. Demut ist interessant, wenn man den Gegner gar nicht klingen kann, aber ich nehme jetzt den tobenden Morgen. Und noch eine Weihe. Boah, Verteidiger von Argus ist einfach eine Top-Karte. Magma-Würmer ist, Wüter ist sehr schlecht. Segen der Macht ist okay. Ugamagier ist auch okay. Und weil wir dreimal Weihe haben, nehme ich jetzt den Ugamagier. Obwohl wir jetzt schon sehr viele 4-Karten haben. Deswegen nehme ich hier auch den Murloc, einfach damit wir ein bisschen ein paar Karten und den Wichtelmeister. Und haben wir schon einen Draw, leider keine Epic oder Legendary, dafür ein paar Weihen. Das ist ja das, wo ich mich sehr beschwert habe. Ja. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal. Ja. Es wird interessant werden. Wir haben leider sehr wenig Early Games. Finde ich etwas schade. Und normalerweise liegt das meiste immer auf 3 Mana, aber bei uns liegt es auf 4 Mana. Okay, gegen einen Priester. Das wird hart, weil Gedankenkontrolle ist natürlich sehr gut gegen uns. Ich heb mir den Südseematrosen deswegen jetzt einfach auf, weil er mit seiner Heldenfähigkeit jetzt nicht einen Schaden machen kann. Die Erlösung brauche ich nicht. Den Söldner brauche ich nicht. Die Weihe brauche ich auch nicht. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was im, ja, immerhin den Murloc-Gezeitenrufer. Mal schauen, ob er irgendwas macht. Sonst spiele ich den Matrosen aus. Jo. Matrose. Hoho! Und wie ihr merkt, ich habe jetzt auch bei Hearthstone Musik reingemacht. Ich habe mir zwar gedacht, die Sounds von Hearthstone sollte man schon auch hören. Aber mit Musik ist, glaube ich, doch etwas interessanter einfach. Okay, er hat ihn gepickt, den Fußsoldaten, wie ich auch. Gottesschild. Kann man sich auch aufheben, aber ich setze jetzt gleich mal ein, um einfach ein bisschen Druck auf den Gegner auszuüben. Nächste Runde könnten wir Segen der Könige auf den Südseematrosen einsetzen. Das machen wir jetzt einfach auch. Oder auf den anderen. Ja, ich setze lieber auf ihn hier ein. Hauen voll drauf auf 22 Leben. Den 6-6er muss er erstmal wegbekommen. Entweder er silenced ihn, das wäre eine Möglichkeit. Oder, mei, ja. So, mal schauen, was er macht. Okay, er spielt den Drachling. Oder die Drachling-Mechanikerin. Jetzt könnten wir schön beide verspotten. Und plus eins geben. Ich glaube, das ist nicht schlecht. So, auf 12. Wir gehen jetzt wirklich krass drauf. In der vierten Runde ihn auf 12 Leben gemacht. Krass. Ja? Richtig aggro hier. Und vor allem haben wir dann unser Agentum noch. Der macht auch nochmal 4 Schaden. Und die Weihe macht 2 Schaden. Boah, jetzt bräuchte er schon langsam was. Aber gegen Priester muss man auch aggressiv spielen. Man muss aggressiv spielen, ja, weil... Ja. Weil sonst Gedankenkontrolle kommt und dann holt er sich einfach den 7-7er und was soll ich dann dagegen machen? Das ist die Frage. Ja, jetzt ist er relativ ratlos, schätze ich mal. Okay, gut gespielt. Wir haben gewonnen. Applaus.
Ach so, nein, haben wir noch nicht. Er kann uns ja noch angreifen. Ja. Klar, er greift uns noch an. Ist ja logisch. Hätte ich jetzt schon fast vergessen. Aber nächste Runde haben wir dann gewonnen. Damage plus 3 und Weihe reicht eh. Okay. Erstes Spiel gewonnen. Sehr, sehr schön. Joa. 1-0. Sehr gut. Und wir machen jetzt einfach gleich noch ein kleines Spiel in dieser Folge. Weil es gar so gut läuft. Ja. Mal schauen, gegen welche Klasse wir jetzt müssen. Spielen müssen. So, gegen einen Jäger. Okay, das wird auch sehr interessant, weil der Jäger auch immer sehr aggressiv spielt. Okay, ich hau natürlich alle Karten weg, bis auf den Grizzly, den hebe ich mir einfach zur Sicherheit auf. Obwohl ich ja wenig ein... Oh, schön. Für das, dass ich doch relativ wenig habe. In dem Drop-Bereich. Hoffentlich spielt er nichts, dann könnte ich schön den Hamster spielen. Yo. So, nächste Runde Heldenopfer und Bussoldat oder irgend sowas, werden wir sehen. Und dann die Wichtelmeisterin oder den Eisenpelz-Grizzly. Das ist ja alles ganz chillig hier. Oh, muss ich meinen Fass dafür traden. Ja. Mache ich auch. Bussoldat und das Geheimnis. So. Diesmal ganz andere Karten als das letzte Mal. Ja, werden wir sehen müssen. Oh ja, das ist eine gute Karte. Jedes Mal, wenn ein Geheimnis aufgedeckt wird. Fuck, jetzt kriegt der plus 1, oder? Ja, tatsächlich. Ah, fuck. Gut gespielt, ja. Hat er gut gemacht. So. Immerhin ist er nur noch auf 27 Leben. Aber er kann uns schön zerstören mit seiner Waffe. Das ist schlimm. Ich bräuchte meine Waffe auch. Also ich würde mich freuen, wenn ich mal die Waffe ziehen würde. Weil vor allem am Anfang ist sie noch sehr, sehr gut. Okay, er setzt dafür schon seinen Silencer ein. Ja, kann man schon machen. Vor allem, weil ich ihn ja nicht vom Feld bringen kann. Mal schauen, ob er ihn dafür tradet. Für mein Ogre-Magier. Ich bin gespannt, ja. Ich bin gespannt, meine lieben Freunde. Ich bin sehr gespannt. Oh, shit. Ja, er tradet, okay. Seine Waffe, die hebt er sich auf. Gut. Und jetzt haben wir auch unsere Waffe. Ich spiele jetzt lieber die Waffe als den Azur Drake. Einfach, weil er sonst auch wieder alles gleich zerstört und ich will lieber das Board relativ clear halten. Ja, mal schauen, was er macht. Wir haben vielfältige Möglichkeiten. Also entweder den Söldner oder den Azur Drake. Okay. Ein Geheimnis. Oh man, ich mag diese Geheimnisse nicht. Ich spiele jetzt den Azur Drake wegen Card Draw. Okay, nicht schlecht. Scharfschießen. Ja klar, geil. Shit, hätte ich dran denken können. Okay, das war ein kleiner Spielfehler von mir. Es war einfach die falsche Karte, die ich da jetzt ausgespielt habe. Nächste Runde haben wir 7, können wir die 2 spielen. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Einmal Friedensbewahrer. Und
einmal hier 3 Damage drauf. Und Attacke. So. Die 2 Hyänen können relativ nervig sein. Überhaupt ist das eine einigermaßen gute Karte. Meiner Meinung nach mit guten Stats mit 6, 5 und dann noch 2 Zweier. Also insgesamt eine 10, 9. Das ist schon sehr stark. Oh, das macht er natürlich gut. Er hebt ihn wieder sicher auf die Hand zurück. So. Nein, Alter. Ja, es läuft nicht wirklich top. Es läuft nicht gut. Das läuft nicht gut. Okay, er will den gleich zerstören. Ist verständlich. Und er spielt seine Hyäne wieder. Ich spiele jetzt Ansturm und Gottesschild drauf. Zerstöre gleich mal seine Hyäne. So. Nein, Alter. Okay, das Spiel ist wahrscheinlich verloren. Also schaut echt nicht gut aus. Lol. Alter, die Waffe ist ja auch geil. Epic natürlich. Aber nein, jetzt könnte alles ändern. Etwas könnte alles ändern. Seht ihr das? Das ist die Weihe. Dreimal im Deck und ich ziehe sie einfach nicht. Probieren wir es nochmal. Ich ziehe sie einfach nicht. Spotter. Karten ziehen. Ja. Aber das wird uns nicht mehr retten. Das war's. Okay. Das war's für diese Folge. 1-1. Naja. Ist nicht wirklich top. Aber ja, wir haben nicht die Weihe gezogen. Hätten wir schön das Board clearen können. Sehr, sehr schön. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, gebt einfach ein Abonnement ab. Und dann verpasst ihr nicht die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.